Hallo. Hallo. Erfolgreich die Kamera angekriegt. Genau, nach langem Probieren. Wir sind heute wieder da, endlich, für die, die so gerne naschen, wieder mit ein paar Nationalitäten. Mhm. Und zwar hat Engelherz uns wieder was geschickt in, ich glaube, 3 Sendungen waren es. Das haben wir jetzt alles in 1 gemacht. Danke nochmal. Ja, danke, liebe Patricia, für deine tollen Sachen, die wir jetzt hier kosten dürfen. Ein paar Sachen bei, die machen mir schon ein bisschen Angst. Eine Sache haben wir noch, die machen wir dann in einem gesonderten Video. Wo ich mich schon den ganzen Tag ekel, aber ich will es trotzdem mal als Herausforderung mal ausprobieren. Wir wissen nicht, ob wir es schaffen, aber wir werden sehen. Wir versuchen es. Also, das, ich hatte alles ein schönes Päckchen. Wir zeigen euch nacheinander einfach die Sachen und testen die dann aus. Hier haben wir diese Erbsen, die hatten wir, glaube ich, schon mal. Also zumindest so eine ähnliche. Mhm. Kommt auch aus China, oder? Das sieht so ein bisschen, japanisch aus. Asiatisch auf alle Fälle aus. Mhm. Schnippeln wir mal auf. So, eine deutsche Beschreibung zu? Nee. Also die sehen so aus wie die, die waren auch lecker gewesen, ne? Ja, ja. Ich glaube, die waren die auch so grün, so sehen die aus, Leute. Oh. Also Patricia, wenn du da einen guten Draht hast, ich weiß ja, dass du da irgendwie so diese tollen Läden hast. Denn wenn die jetzt nicht ganz so preisintensiv sind, kannst du die uns mal besorgen. Ich glaube, die waren lecker, ne? Fand Sorry, oder? Die schmecken ganz normal. Die sind ganz normal. Schmecken aber gut. Also wir hatten so eine schon mal, die war schon eine gewisse Schärfe gehabt, ja. Möchte sagen. Die sind nicht scharf, aber die sind gut, würzig. Würzig sind sie. Gesalzen. Erbsen. Erbsen mit irgendeiner. Ich glaube, getrocknet und gepoppt oder so. Die sind aufgepoppt. Ja, wie sie frittiert. Mhm. Die ist explodiert, siehst du? Mhm. Das ist der Inhalt der Erbsen wieder raus. Und lecker. Mhm. Oh, gut. Kann ich holen. Als Snack zwischendurch. Mhm. So. Willst du dir was aussuchen? Hier habe ich was. Das können wir jetzt nicht machen. Das ist so ein Fladenbrot. Ich glaube, ein indisches ist es. Was man in die Mikrowelle macht, dann könnt ihr das euch befüllen mit Gemüse und Fleisch. Ist ganz lecker, haben wir uns schon ausprobiert. Wir haben diese nämlich bei Lidl auch gesehen, ein bisschen größer, dann haben wir uns die gleich ausgetestet. Mhm. Da wusste ich aber noch nicht, dass ich die kriege. Mhm. Oh, die. Bondi. Das Gelbe. Gebratene, salzige Grammmehlbälle. Aha. Tolle Übersetzung. Mal essen. Wolltest du schon mal essen, Grammmehlbälle, ne? Hast du schon mal gefragt, wie die schmecken? Ja, wie die schmecken. Oh Leute, wenn ich mich ein bisschen angekickert bin, tut mir echt leid, aber... Zeig mal, wie sie aussehen in der Tüte. Wolltest du dir jetzt erstmal zeigen? Ja, danke. Ich habe sie gleich gesehen. Sieht aus wie Mais. Hm. Mal welche? Relativ viel Ruch, ich bin ja selber. Du willst die Tüte mal rein. Nein, ich will. Wir gucken, was drin ist. Baumwollsamenöl. Kichererbsenmehl. Reismehl. Jodsalz. Gut. Muss ich mal gucken. Erinnert mich auch an irgendwas, was wir schon mal gegessen haben. Was haben wir schon alles gegessen? Was haben wir alle schon gegessen? Die kann man essen. Es gibt ja wirklich viele Sachen, die so ein bisschen muffig schmecken. Ne? So. Mhm. Aber ich finde, die gehen. Wonach schmecken die denn? Also einen echten Maisgeschmack haben sie schon, finde ich. Mais? Oder? Für kein Mais? Nee. Mehlbälle. Baumwoll-Sesamöl, das ist ja echt krass. Samenöl. Pflanzenöl. Kichererbsen. Aber schmeckt Kichererbsen nach Kerze. Ja. Kichererbsen schmeckt es auch nicht, finde ich. Nee. Bisschen salzig. Schmeckt gut, mir ist es ein bisschen zu salzig. Für meinen Geschmack jetzt. Aber. Ich glaube, da ist ein Öl, ich hole mir die Hand an. Oh, könnt ihr. Könnt euch eincremen mit. Falls die Creme fehlt. Den Winter. So, dann gehen wir gleich noch ein bisschen weiter mit Böhnchen. Böhnchen, jedes Böhnchen. Ja, ich hab's gedacht, du sprichst es aus. So, Bavia. Das sieht auch wie Erbsen aus. Gucken wir mal rauf. Wir haben uns jetzt vorher nicht informiert, weil wir es heute etwas spontan gemacht haben. Ja. Steht nichts drauf. Nö. Aha. Wir testen mal. Vielleicht kannst du uns aufklären, Patricia, da wird es ja sicher auch vielleicht in Deutsch dran stehen. Sehr neu, das gleich aus wie die anderen. Sieht spannend aus. Die Erbsen. Nur in gepoppt.
nur dass die Schale mit dran ist oder sie sieht aus wie Schokolade. Es wird keine sein, aber ist das Erbsen? Nee, ja, glaube ja. Aber es sind ja weiße Erbsen. Ja, weil die Schale ab ist, hier. Ja, die ist ja sonst grün, oder? Naja, die ist ja auch dunkel, wenn sie trocken ist, oder nicht? Ich hab gedacht, so, im ersten Moment habe ich gedacht, schmeckt wie Nüsse, aber... Schmeckt ein bisschen komisch, oder? Schmeckt... Wir hatten das, was ähnlich hatten wir schon mal gezuckert. Aber wenn man mehr isst, ist egal. Staubt ganz schön, also schon immer mehr. Ich habe erst einen gegessen, dann merkt man nicht, sondern mehr. Ne? Oh. Eier schon muffig. Ja, das schmeckt so gut. Prost. Schmeckt ein bisschen muffig, so. Was ich hier meinte, wie vorhin, ne? Ist nicht so mein Ding. Schmeckt auch neutral. Ist nicht so salzig schon richtig. Mit immer mehr im Mund. Das war nichts so. Ne? Wenn du mehr isst, dann ist eine geht. Aber nehmt ihr mehr. Diese fand ich auch ganz spannend. Die hat sie mir schon vorher gezeigt. Und zwar sind es auch Bohnen, rote Bohnen irgendwie, glaube ich. Ich sehe es nicht. Saubohne. Die dicke Saubohne. Guckt euch das an. So sehen dicke Saubohnen aus. Cool. Habe ich noch nie gegessen. Erste Mal. Die sind ganz sau. Die riecht auch wie Tierfutter. Oh ja. Nimm mal eine raus. Wie neulich im Tier dann, wo wir waren. Ja. Da riecht es auch so ähnlich. Ja. Oh, das ist eine dicke Bohne. Warum schmeckt denn das? Oh, ist aber scharf. Salzig, scharf. Chili-Pulver. Saubohne, Salz. Oh, das ist aber... Also die... Ey, was macht man denn damit? Einfach so essen? Ich sehe, da wir nicht lesen können, vielleicht müssen wir das auch kochen. Aber sind eigentlich alles Snacks. Glaube ich nicht. Ist schon... echt scharf. Ich habe jetzt nicht mit dir rechnet. Ne? Wenn man mitrechnet, dann ist man schon so eingestellt. Und, aber wenn man nicht mitrechnet, dann... Da steht Spicy drauf. Haben wir nicht gesehen. Haben wir Hausaufgaben gemacht. Pech ab. Also, schmeckt ganz gut. Ist scharf im Abgang. Ja. Okay. Okay, hat sie uns noch zwei Radiergummis mitgeschickt. Oh. Sind die nicht süß? Kannst du nicht essen? Die kannst du leider nicht essen. Kannst du mal probieren. Nee. Aber süß, ne? Für jeden ein. Dankeschön. Cool. Sehr nett von das dir. Das ist viel zu schön zum Benutzen. Ja. Gibt ja welche, die sammeln. Kannst du da einen Ohrring rausmachen? Wenn ich einen Haken anmache, kann ich einen Ohrring dran machen. Kann ich dir einen Ohrring machen. So, jetzt haben wir hier was ganz Interessantes und zwar weißer Tintenfisch getrocknet. Weißer Tintenfisch entdarmt, gewürzt, getrocknet, zerkleinert und tiefgefroren. Muss man dazu sagen, es sieht ja nicht mehr viel nach Tintenfisch aus. Von daher, ich sag mal, das Auge ist der mit. Und ich finde, wenn was total eklig aussieht, der Kopf schaltet ab. Vielleicht auch, wenn es gut schmeckt, der Kopf spielt nicht mit. Also, das sieht ein bisschen aus wie Thunfisch. Ne? Ich sag mir jetzt einfach, es ist Hühnchen. Der riecht aber sehr nach Fisch. Nimm mal eine Nase. Oh, alter Falter, ey. Guck mal, die sind aber ein bisschen... Oh, die sind ganzen Krieg ständig runter. So sehen die aus. Also die riechen wirklich... Also man kann ja immer richtig viel. Ich habe nur Angst vor den anderen Sachen. Man kann nicht mehr erkennen, dass es ein Tintenfisch war. Da kann man bestimmt eine leckere Nudel mitmachen. So im Wok, oder? Oh, vielleicht ist es nicht so. Oh, riechen tut es nicht gut. Trau mich noch nicht. Schmeckt süß. Oder ich schmecke kein Kipfi. Ich kann kein Tee. Ja, das ist ganz schön viel. Und den Tee habe ich gedacht. Also, die schmecken wie diese anderen Fischdinger, die sie uns schon mal geschickt hat. Ähnlich wie die. Wisst ihr welche?
die langen, die Thorsten so gerne gegessen hat. Also ist ja nicht so, wir schmeißen die Sachen nicht weg. Alle Fr- Oh. So Patricia, das war wirklich... Also schmeckt... Oh. Ich krieg's nicht runter. Ich habe mir heute vorgenommen, nichts ausspucken. Ich habe auch überlegt, ob ich es jetzt ausspucke. Darf ich das, wenn du das gleich machst? Also es schmeckt... Aber ich habe es runtergeschluckt. Oh. Es schmeckt sehr, sehr, sehr intensiv nach Fisch. Und ein bisschen süß sogar. Ich finde es ein bisschen widerlich. Oh, aber es schafft nicht den Fischgeruch und Geschmack zu übertünchen. Boah. Das ist wirklich... Wir haben jetzt schon wirklich viel getestet. Ja, Zucker, Salz, Pfeffer. Also nach dem Auftauen, wie lange ist denn das schon aufgetaut? Wie aufgetaut? Das ist ja getrocknet. Nach dem Auftauen verzehrfähig. Steht hier. Aufbewahrung, Kühlschrank. Sterbe ich jetzt? Wie lange hast du denn das? Kühlschrank, ein Tag. Wie bitte? Ich dachte schon. Hätte man das im Kühlschrank lagern sollen? Wahrscheinlich. Hier steht, im Kühlschrank hält es einen Tag. Und wenn ich dann sterbe? 12 Grad, ein Monat. Wie lange hast du denn das schon? Na, bestimmt schon einen Monat. Ich habe dich einmal gefragt, wo ich für dieser Tag das erste Päckchen. Ich kann nicht mehr aufhören. Deswegen riecht es wahrscheinlich so. Oh Gott. Also uns... Oh, sorry, ey. Ich kann nicht aufhören. Aber das müsst ihr ja schon... Warum hast du das jetzt gesehen? Ja, kann ich auch nicht... weil ich lesen kann? Ist egal, gut. Also ich bin ja davon ausgegangen, dadurch, dass es getrocknet ist, gehe ich davon aus, aber dass ich das so lagern kann. Ich wäre nie drauf gekommen, dass ich es hätte jetzt in den Kühlschrank machen müssen. Also Leute, wenn ihr sowas kauft, guckt bitte rauf. Das muss im Kühlschrank aufbewahren. Kühlschrank, ein Tag. Und wie lange liegt das schon bei mir? Oh, weia. Wir haben jetzt bloß ein Stück gegessen. Oh, Leute. Das ist schon heftig. Das ist aber eigentlich, ja. Da hätte ja mal ein großes rotes Schild draufstehen müssen, für die, die nie gucken. Bitte in den Kühlschrank legen. Ich geh's mal auf Heizung. So, jetzt haben wir, so nehmen wir gleich nochmal, wir haben mal nochmal Krake eingelegt. Ich stelle es mir nicht länger vor. Ich esse eigentlich so Fisch und so was an sich schon gerne. Oder ja. Krabben oder so, ne? Oder wenn man Sushi essen. Aber so war es. Krake in Pflanzen. Soll ich es auch machen? Ja, mach auf. Ist egal, wovon ich hinterher übergebe. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Dann spritzt das. Sieht aber eklig aus. Siehst du die Finger? Die, oh. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich es nicht wieder auskippe. Wo kippe ich es denn jetzt hin? Da ist denn Wasser drin? Nee, ja, das Öl hier. Also könnt ihr das sehen, bevor ich es jetzt hier auskippe? Du kannst ja näher jetzt ab. Jetzt habe ich es ausgekippt. So, habt ihr das gesehen? Jetzt will man dann. Genau. Aus den spontanen Sachen liebe ich doch. Ja. Jetzt sind meine Hände gleich eingekrennt und mein Teller auch voll. Oh. So, wir probieren jetzt mal so ein Stück. Oh, das sieht wirklich echt... Da gibt es auch keine richtigen kleinen Stücken. Also die Krake an sich kann man nicht mehr sehen. Ich nehme erstmal ein kleines Stück, weil ich mir echt vorgenommen heute. Ich spuck nichts aus. Oh, aber sieht schon echt... Die sind alle so groß. Wir haben doch ein Messer, schneid doch mal durch. So. Okay, dann nehme ich mir. Jetzt habe ich hier ein Stück. Boah, sieht krass es sieht aus, wirklich, ne? Nicht mehr nach Krake aus. Oh, so sind nur Stücke aus. Ja. Das sind jetzt praktisch die Fangarme. Die Arme hier unten sind die Dippel, die Noppen. Die Saugnöpfe. Hier, seht ihr? Riecht genauso wie das andere, nicht ganz so streng. Ich finde, es riecht nach gar nichts. Riechst du nicht nach Fisch? Nee, vielleicht habe ich schon die ersten Vergiftungserscheinungen. Ich hoffe nicht. Ich meine, eine Fischvergiftung ist ja nicht zu Spaß, ne? Judith, wenn in Teil uns ein Bett im Krankenhaus. Oh, weia, wir machen jetzt mal Spaß.
So, jetzt kurz nochmal. Ich bin hier schon echt angewidert. Ja, ist nicht so schlimm. Na, schmeckt nicht, aber ist nicht so schlimm. Schmeckt nach Fisch. Und knubbelig. Aber ich nehme schon den anderen. Nee, der andere war viel schlimmer. Kraken, Pflanzenöl. Hat ein bisschen Ähnlichkeit mit Garnele. Von der Konsistenz. Nicht ganz so, Garnele ist noch ein bisschen knobliger so. Mal, ich gebe diese Tintenfischringe durch mein Uhr. Aber ich esse sie gerne, wenn sie gut gemacht sind, esse ich sie gerne. Ja. Dann werde ich wieder aufstellen. Kann man die mal voll machen oder was ist das hier? Das ist ja bloß noch das Bildetchen. Das halt im Anti, hier ist auch noch was. So, dann haben wir, was möchtest du zuerst? Das muss ich mir aufheben, bis zum Schluss das eklig ist. Ja. Das sehe ich jetzt schon. Wir können ja mal was Süßes dazwischen. Ja. Und zwar hat sie ein Päckchen gekriegt aus China, glaube ich. Oder Japan? Amerika. Ja, nee, ich glaube aus Amerika. Mhm. Hat sie ein Päckchen gekriegt. Und da habe ich so aus Spaß geschrieben, na, so einen Kontakt muss ich auch mal haben. Und dann hat sie hier noch so eine kleine Tüte von ihren Sachen mir mit reingepackt. Finde ich total cool. Mmh. Irgendwelche Dropse. Was hast du, einen roten oder einen weißen gehabt gerade eben? Ich glaube einen weißen. Oder? Den so die lösen sich ganz schnell auf, wie Pulver, so wie so. Hm? Nehmen wir mal einen roten. Ah, okay. Ne, das ist ein Mund. Flupp! Hm. Die schmelzen auf der Zunge. Hm. Ist jetzt nicht der super Birne, aber. Aber witzig. Ist okay. Na gut. Okay, jetzt haben wir noch drei Sachen. Das kennen wir eigentlich over. Ja. Ja, das ist sowas, aber lecker. Das ist auch was Süßes. Willst du mal essen? Ja. Das ist dieses. Ist das nicht dieses Quinoa? Gab es bei früher uns im Intershop. nicht im Intershop, Quatsch, im Russenmagazin. Im Russenmagazin gab es das. Echt bei uns. Das? Das ist aber kein Sesam, ne? Das siehst du. Wahnsinn. Ja, das ist dieses. Quinoa, das ist dieses gepufft, oder Amaranth gepufft und dann mit Schokolade. Ach so. Das ist nicht dieses, Und das ist so ein großer, dicker Block. Oh, total leicht, ne? Kannst du gleich so... Hab ich auch ein Fischöl. Hier, mach mal hier auf. Das schmeckt ja nicht. So. Ein Stück davon. So sieht's aus. Schmeckt nicht verwandt mit Sesam, finde ich. Das ist ja auch kein Sesam. Ja, ich weiß, aber ich habe gedacht, dass es ein bisschen ähnlich schmeckt. Mm-mm. Bisschen wie Vogelfutter sieht es aus. Die kleinen Körnchen von dem Vogelfutter, die kleinen Runden, so sieht es aus. Das ist Amaranth. Mm. Jetzt haben wir noch zwei Sachen. Und genau. Ja. Und zwar, das finde ich ganz interessant, obwohl Minz jetzt nicht mein Fall ist, Minzgelee. Ich habe es schon durchgelesen, aber steht nicht so richtig drauf, was es ist. Ich vermute, dass es jetzt einfach wie so eine Art Brotaufstrich ist. Ja, so, oder für Tee oder so. Also. Ich glaube, in England essen die gerne so Minzgelee. Die ersten Wirkung, das verdorbenen Tintenfisch. Vielleicht war ja so viel Zucker und so viel Salz dran. Warte, jetzt nochmal. Ich krieg's nicht auf. Pass auf, wir können wir leider nicht verabbrechen, weil wir nicht aufkriegen. Ah! Oh, Judith ist stark. Ja. Hm. Da oben sind die Blätter zum Sehen. Guckt euch das mal an. Huch, guckt euch das mal an. Riecht ein bisschen wie Medizin. Pfefferminz. Stell dir da Pfefferminztee. Judith, riecht wie Teer. Wie Teer? Wie Tee. Ja, ja. Diese Sprachstörung habe ich auch schon. Apfelsaft, Konzentrat, Minze. Na, wir werden sehen, ob wir uns nochmal sehen. Und ich habe es auch noch aufgegessen. Mein Teil, hast du den so gegessen? Ja. Ich wollte es eigentlich ausspucken. Aus. Schmeckt wie Tee. Ich bin kein Teeliebhaber, aber ist nicht schlecht. Schmeckt. Also du hast, wenn du natürlich Tee machst, hast du noch eine zusätzliche Note. Kannst du dir noch? Pfeffer mit süßlich, Pfeffer mit G. Mhm.
So ein bisschen Apfel schmecke ich aber richtig raus nicht. Eigentlich ja, ein bisschen saftig schmeckt es. Also ich finde es schmeckt ein bisschen fruchtig. Also aber nicht nach Apfel direkt, oder? Ist ja säuerlich, ja, aber nicht nach Apfel. So, jetzt haben wir noch. Liebe Patrizia hat mir noch russische Sachen geschickt. Die zeigen wir euch und kosten eins oder zwei Sachen jetzt noch im Anschluss gleich. Bei Bonbons kann man, wir können jetzt natürlich jetzt nicht die ganze Zeit lutschen, müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Oder wir spucken es dann aus. Oder müssen wir gucken. Ich wollte ja heute eigentlich nichts ausspucken. So. Das ist so total mein Lieblings. Ich liebe nicht Ingwer. Liebst du Ingwer? Naja, ich esse ihn. Aber wenn ich erkältet bin. Nimm du erstmal. Oh, der war stark, riecht der. Wenn wir Sushi essen gehen oder so, wenn wir Sushi uns bestellen, Ingwer esse ich nie. Könnte die Susanne gehen. Die isst Ingwer. Susanne, du kriegst den Ingwer. Da wird sie sich aber freuen. Da wird sich freuen, der gleich noch im Kühlschrank. Hol's raus. Hol's raus. Tja, also das ist mir aber, ich sag mal so, man lernt ja auch immer dazu. Wenn man... Wenn man nicht, dann kann man es nicht wissen, wenn man nicht falsch macht. Oh, das ist wirklich, das ist zum Beispiel so was, wo ich sage, oh, ich finde das so eklig. Oh, ich finde das so eklig. Eigentlich liegt da Ingwer. Wo macht man das eigentlich? Scharf, das geht. Ja? Also ich bin ja... Oh. Finde ich nicht schlimm. Da war das ja eklig, ja. Nee, das finde ich noch ekliger. Nee. Na gut, die Geschmackssache. Schon Bauchschmerzen? Nee. Oh. Ich krieg gleich Hitzewallung hier. Also Ingwer ist überhaupt nicht mehr, aber ich koste das. Ich koste alles. Das ist ja eine, das ist ja eine innere Herausforderung. So, jetzt haben wir hier zum Schluss. Liebe Patricia, du hast es echt gut gemeint hier mit so vielen leckeren Bonbons. Das kannst du schon aufmachen. Wir lutschen euch die mal an und dann sagen wir euch, wie die schmecken. Also wir haben verschiedene Bonbons. Einmal so ein, diese Sachen sind jetzt alles russische Sachen. Ich bin gerade jetzt hingeschnitten mit Bonbonglitscher auf dem Hinterwasser. Guck mal hier, die haben sogar kleine Gesichter drauf. Echt? Das sieht ein böses Gesicht aus. Oder unglücklich. Ja. Der ist aber sehr hart. Das sind so eine Gebäck mit Honiggeschmack. Russischer Lebkuchen. So eine Teile sind in klein, gibt es auch bei uns. Diese mit der Oblate drunter. Aber gibt es ja bei uns auch schon, ne? Diese Dinge. Also nach den ganzen harten Geschmäckern ist das jetzt mal angenehm süß, ne? Sehr süß. Kannst du schön zu Chai essen. Gut, ich würde jetzt sagen, da füllt mir jetzt der Kaffee. Geht okay. Willst du einen Bonbon haben? Aber der ist jetzt schon hart. Bitte. Dankeschön. Pass auf, dass du dich nicht schneidest. Aufpass, an diesem Bonbon kann man sich schneiden. Ich habe eigentlich die Soße gekriegt, habe mich leider alleine getrunken. Brauchst gar keine. Oh, das schmeckt nach Seife. Nach Seife? Prost mal. Oh. Der war nicht so lecker. Die sehen total spannend aus. Aber wie gesagt, sie sehen so unglücklich aus, weil sie nicht gut schmecken. Weil sie nicht gut schmecken. Bei uns hat jeder Kosten, also hier wird die Schrecke. Und wie gesagt, die Tintenfische, die müssen wir jetzt wegschmeißen, weil... Wir sind uns nicht sicher, ob die noch gut sind. Aber die werden nicht mehr gut sein, wenn die nur einen Tag im Kühlschrank halten. Da muss ich... Da fragt mal nach. Das schmeckt wohl nicht. Ja. Schmeckt komisch, oder? Ich finde, der schmeckt nach Seife. Es ist ja jetzt nicht so, dass ich jeden Tag Seife esse, aber... Komisch, oder? Das habe ich schon ausgepackt, völlig im Grat. Dann haben wir hier einmal diese schönen Karamell-Sachen. Ähnliches hatten wir doch schon mal so nach. Droska.
Grofka mit Blubb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 l